Frankreich und Großbritannien hatten eine Chance, Hitler zu stoppen, aber sie haben diese Chance verspielt. Die Erinnerung an die großen Verluste im Ersten Weltkrieg ist der Grund, warum der Westen versuchte, einen neuen Konflikt zu vermeiden. Mit diesem Wissen brach Hitler den Nachkriegsvertrag. Er begann die Neubewaffung und den Flottenbau, indem er ein Geschäft mit Großbritannien machte, besetzte das entmilitarische Rheinland mit französischer Nichtverhinderung, gliederte Österreich ins Reich ein. Die Politik der Befriedung des Angreifers hatte noch ein anderes Ziel. Deutschland galt als Bastion gegen den Bolschewismus. Endlich erhielt Hitler bei dem Treffen in München die Blankovollmacht für die Besetzung der Tschechoslowakei. Ein Teil ihres Territoriums fiel dabei in die Hände von Ungarn und Polen. Die UdSSR wurde nicht nach München eingeladen. Seine Proteste wurden nicht berücksichtigt. Polen erlaubte den sowjetischen Truppen nicht, zur Hilfe der Tschechoslowakei zu kommen. Dies veranlasste die UdSSR, ein Bündnis mit Deutschen zu suchen, ein Jahr später einen eigenen Pakt zu schließen und Polen selbst zu teilen. Nach dem Rückkehr aus München sagte der britische Regierungschef Chamberlain: „Ich habe unserer Generation Frieden gebracht." Bis zum Kriegsausbruch blieb ein Jahr.